Ein Containerdorf mitten in Berlin. Zuflucht für Menschen, die woanders in der Hauptstadt keine Chance mehr auf eine Wohnung haben. Auch Micha und Carsten leben hier. Doch nun droht ihnen der Rausschmiss. Der Bezirk will den Platz räumen lassen. Die Menschen sollen raus aus dem Trailerpark, wegen nicht genehmigter und unzumutbarer... Sabine hat sich einfach über die Regierung beschwert und möchte eine bessere Regierung. Ja, das ist im Prinzip eins zu eins das, was überall alle immer fordern, weil sie nicht verstehen, dass irgendwie repräsentative Demokratie sowieso eine Illusion ist. Wohnverhältnisse. Doch Micha will bleiben. Ich kann nur Ihnen raten, steigen Sie ein. Nein. Es ist erstmal eine Lösung für die nächsten Monate. Meine Lösung sind 3 Schlafsäcke und eine Brücke. Ja, aber es ist doch scheiße. Natürlich ist es scheiße. Wenn nur ein Container zum Wohnen bleibt. So. Micha hat so etwas wie ein Zuhause gefunden. Ausgerechnet hier, in einem Trailerpark in Berlin-Lichtenberg. Wie viele Menschen hier untergekommen sind, weiß keiner so genau. Mehr als 200 sind offiziell gemeldet. Sie leben in Containern und alten Wohnwagen. Wie ist das im Winter? Wahrscheinlich scheiße, oder? Micha ist seit einem Jahr auf dem Platz. Also ich sag ansonsten sieht es doch erstmal total gemütlich aus. Also keine Frage. Aber ich bin flexibel. Ich habe auf der Straße gewohnt, ich habe still gesetzt. War Punker, ich war Hippie, alles mal ausprobiert, um zu wissen, wie es ist. Micha ist 50 Jahre alt. Er hat wie viele hier auf dem Platz keinen besonders geraden Lebensweg. Aufgewachsen ist er in einer Pflegefamilie, später im Heim. Danach lebt er immer wieder auf der Straße. Das erste Mal mit 17 und bevor ich hierher gekommen bin, im Oktober, habe ich in Möckernbrücke gewohnt. Vierte Pfeiler hatte ich meinen Schlafsack und alles. Und hab die dann halt immer unter die Pfeiler oben gepackt. Morgens, wenn ich aufgestanden bin, arbeiten gegangen, habe ich mein Zeug weggepackt. Und abends dann halt wieder ausgepackt, alles hingelegt, geschlafen. Und ja, so war der Ablauf so. Der Trailerpark ist für Micha eine Chance, von der Straße wegzukommen. Um den Container zu mieten... Ja, Schreck, um das aber zu vermarkten als Hipster-Projekt, muss man die Preise anheben. Ne? Es muss auf jeden Fall, es muss richtig teuer sein. Dann würde es gehen, denke ich. Tiny House-Siedlung, genau. Sowas. Aber dann muss da halt auch der Carport sein und so. Und dann, ne? Dann muss ein großer Zaun mit Stacheldraht drumherum sein, ihr wisst schon. Und eigentlich ist es gar nicht so cool, so viele Nachbarn zu haben dann. Hallo Major Tom. Mieten hat er keinen der üblichen Nachweise gebraucht. Der Eigentümer des Platzes fragt nicht nach einer Schufa-Auskunft oder der Mietschuldenfreiheit. Die können viele auf dem Platz auch nicht liefern. Sie sind verschuldet oder hatten wie Micha vorher keinen festen Wohnsitz. Yes. Auf dem umkämpften Wohnungsmarkt in Berlin haben sie keine Chance. Seit er im Container lebt, ist Michas Leben stabiler geworden. Er trinkt weniger, geht ein paar Tage im Monat arbeiten. Es geht einfach darum, alternative Lebensräume zu schaffen für Leute, die halt nicht der Norm entsprechen und trotzdem nicht gefährlich sind, nicht irgendwie gewalttätig, straffällig oder sonst irgendwas. Ne? Die eigentlich nur ihre Ruhe wollen. Und für solche Leute ist es ja eigentlich genial. Mhm. 15 Quadratmeter groß ist Michas Container. Dusche und Toilette teilt er sich mit den anderen. Als Kühlschrank nimmt er im Herbst eine Plastiktüte vor dem Fenster. Genau. 500 € Miete verlangt der Eigentümer jeden Monat für den Container, inklusive 500. Strom und Wasser. Mehr als 30 € pro Quadratmeter. 500 €? Lol? Okay. Vielleicht ist es ja doch was für Hipster.
Aber ich meine, dann ist doch klar, oder was? Also, da brauchen wir jetzt eigentlich fast nicht weiter gucken, ne? Es gibt hier findige Immobilieninvestoren. Sie haben in Berlin dafür gesorgt, dass nirgendwo neu gebaut wird. Und jetzt kloppen sie für 2,50 Euro so einen Container dahin und verticken den für 500 Euro pro Monat. Das sind doch 100 pro dieselben Player, die das machen. Oder was? Ja, genau, der Typ vom Anfang, garantiert. Also, ja. Ja, Berlin müsste mal einen Volksentscheid initiieren, um die Wohnungsbaugesellschaften zu vergesellschaften, ne? Das wäre was. Ich denke auch, das sollten die unbedingt mal probieren. Hatten die nicht sogar eine linke Regierung, sagt mal? Mit Linksparteibeteiligung. Ich denke, das hätte funktioniert, hätten die das gemacht. Schön blöd, diese Berliner. Diese Kosten übernimmt, wie bei vielen anderen Bewohnern, das Jobcenter. Ne? Also nochmal, das ist das, was Stefan Schulz immer sagt, ne? Diese Wohngeldsubstitutionen, ne? Das sind Subventionen für die Rentiersklasse. Da wird das Geld direkt aus der Staatskasse in die Tasche der Rentiersleute reingesetzt. Ne? 500 Euro wird aber vom Amt bezahlt. Da wisst ihr doch Bescheid. Der Business Case ist klar. Der schreibt sich quasi von alleine. Für den Betreiber des Trailerparks, der hier rund 30 Wohnwagen und 90 Container aufgestellt hat, ein lohnendes Geschäft. Allein in Berlin fehlen 130.000 Sozialwohnungen. Auch Laura wohnt im Trailerpark. Meistens ist die 27-Jährige nur nach Feierabend hier. Ja, Immobilienhaie sind die wahren Sozialschmarotzer. Ein echter Marxist würde sagen, das sind Parasiten, ne? Ja, leistungsloses Einkommen, beste Leben. 45.000 im Monat allein für ein paar Container, ja. Schmal. Tagsüber arbeitet sie im Callcenter bei einem Berliner Zeitungsverlag. Sie ist nicht die Einzige hier, die trotz Job im Container gelandet ist. Mhm. Ja. Hi, Bibi. Hallo. 2 Jahre lang hatte sie ein WG-Zimmer. Doch dann fing es an, in der Wohnung zu schimmeln. Und sie musste schnell was Neues finden. Ihre einzige Option, der Container im Trailerpark. Ist jetzt nicht unbedingt optimal, aber besser als wie auf der Straße oder irgendwo im Obdachlosenheim, wo man halt abends raus muss, wo ich meine Katze hätte nicht mitnehmen können, dann Baby. Ja, mein Kind. Hast du Hunger, mein Schatz? Ja, I'm embarrassed to be German. Mhm. Du fangst 24/7, ja. Ich weiß. So. Vor 3 Monaten ist auch. Sie mit ihrem Katerflöchen hier eingezogen. Das sind sozusagen, Gerd würde sagen, das sind komplexe Trajektorien, okay? Komplexe Trajektorien. Und auf jeden Fall müssten wir da polittheoretisch nochmal von vorne anfangen. Nochmal rangehen an das. Richtig, richtig. Demokratietheoretisch, Schritt. Korrekt. Das müssten wir machen. Schön, oder? Wie sich diese drei Beiträge so einfach so hintereinander legen lassen? Zogen. Leckerlis machst du nämlich alles, ne? Es ist eine Notlösung. Bestimmt nur Leckerlis für dich im Schrank. Man hat sich ja immer selber gefragt, warum? Warum ist man hier gelandet? Was? Was hat man verbrochen, dass man halt hier leben muss? Super conscious, high-tech nation. Mit ihrem Gehalt kann sich Laura die meisten Wohnungen in Berlin nicht leisten. This is what we used to be. Die Kosten bei Neuvermietung haben sich in den letzten 10 Jahren verdoppelt. Das macht die Suche zum Albtraum, egal wie viele Makler sie anschreibt. In der Woche schon so um die 120. Auch Wohnungen dabei, wo ich gesagt habe, Einzimmerwohnung für kalt 600 Euro. Wo man ja noch on top noch Strom, Wasser und alles noch mit drauf bezahlen muss. Aber davon habe ich nie eine Antwort bekommen, was echt blöd ist. Laura will so schnell wie möglich raus aus dem Trailerpark. Große Ansprüche hat sie nicht mehr. Eigentlich nur eine Wohnung. Ja, schön weichklopfen die Arbeiterklasse. Kein Wohncontainer damit sie mehr. Alles nehmen. Super.
Perfekte Bedingungen für Ausbeutung. Yes! Mit der Wohnungsnot in Berlin hat der Besitzer des Trailerparks viel Geld gemacht. Dabei hat er für all das hier gar keine Genehmigung. Container und Wohnwagen stehen auf einem Gewerbegrundstück. Wohnen ist hier eigentlich nicht erlaubt. Geil! Deshalb hat der Bezirk bereits Bußgelder in Höhe von fast 500.000 Euro verhängt. Der Betreiber ist ein verurteilter Betrüger. Gezahlt hat er die Strafen nie, sondern einfach weitervermietet. Nach jahrelangem Rechtsstreit will der Bezirk jetzt den Platz räumen lassen. Auch weil es massive Mängel beim Brandschutz gibt. Michael ist mit dieser Entscheidung überhaupt nicht einverstanden. Fassungslos. Weil Mietvertrag, Strom, alles wird bezahlt und dann heißt auf einmal, muss hier weg. Alles, was nicht der Norm entspricht, alles ist auch toll daran. Alles ist toll daran. Sie kriegen jetzt irgendwelche Briefe und so, ne? Sie kriegen Briefe. Sie sind obdachlos, bezahlen 500 Euro Miete. Das ist alles toll. Sie sind illegal. Ja. Und Tatsache. Seit 3 Jahren leben auch Carsten und Jennifer mit Hund Sally im Trailerpark. Auch sie waren schon obdachlos. 2020 konnten sie ihre Miete nicht mehr bezahlen, weil sie das Geld für Heroin brauchten. Monatelang lebten beide auf der Straße, bis sie auf einem Kleinanzeigenportal im Internet den Trailerpark fanden. Das ist unser Leben hier drin. Das ist alles, was wir haben. Ja. Und wir haben ja das erste Mal alles schon bei unserer Wohnungsräumung verloren. Ja. Und das ist dann halt, was wir uns jetzt wieder seitdem zusammengesammelt haben, aufgebaut haben. Und das soll jetzt wieder alles weggehen. Ich denke auch, das Szenario ist einfach zu komplex, um es einzuordnen. Kannst du nichts machen. Genau als ich so angefangen habe, mich jetzt hier ein bisschen häuslich zu fühlen. Und bumm, kommt die Schubkarre mit dem Müll. Für den Bezirk sind die Bedingungen auf dem Platz inzwischen untragbar geworden. Der Eigentümer soll sich ins Ausland abgesetzt haben. Ja, na klar. Rechnungen zahlt er nicht mehr. Um es mit Grasworten zu sagen, er hat eine sogenannte Rechtswahl getroffen. So. Deshalb gibt es kein warmes Wasser und keinen Strom. Und der Müll wird auch nicht mehr abgeholt. Ja. Und das ist nicht hier, weil wir Assis sind. Das ist einfach, weil wir nicht wissen, wohin mit dem Müll. Ja, also legen wir es hier hin, ja. Wie soll man denn so leben, ja? Wo ist die Würde? Warum gönnt man uns nicht ein bisschen Würde, ja? Ja, nein, Würde, nein. Vor 4 Wochen wurde der Strom abgestellt. Seitdem frieren die Bewohner. Denn geheizt wurde mit Elektroheizungen. Tschüss. Sowohl die Betreiber als auch die Politiker stehen in der Verantwortung. Für mich ist das unmenschlich. Ja, so gehen Menschen miteinander nicht um. Und doch. Seitdem der Bezirk die Räumung angekündigt hat, verwahrlost der Platz mehr und mehr. Um sich warm zu halten, wird alles verbrannt, was nicht mehr gebraucht wird. Endzeitstimmung. Auch bei Carsten. Das Ding ist, umso weniger hier ist, umso weniger passiert hier auch, weil keiner mehr, wer investiert denn auch persönliche Energie ins Nichts? Ja, wir haben alle genug mit uns selbst zu tun. Ja. Und wir fühlen uns komplett alleingelassen von allen Seiten. Weil es so ist. Also, nochmal. Das ist so ein typischer Fall von Nekrokapitalismus, ne? Man weiß quasi als findiger Businessman, okay, die letzten 20 Jahre sind die Immobilienpreise gestiegen, es wurden keine Wohnungen von der Rentiersklasse nachgebaut. Es wurde sich immer überall dafür stark gemacht, dass nirgendwo der Staat selber Wohnungen baut. Jetzt findet man 20 Jahre später natürlich genau das vor. Eine riesige Herrschar von Menschen, die überall einziehen, auch für 500 Euro für ein Drecksloch bezahlen, weil es vom Amt bezahlt wird. Okay? Das ist
das ist hier wesentlich. Weil es vom Amt bezahlt wird, kann man diesen Business Case aufmachen. Dann hat der, was waren das, 90 Container oder so? Verwaltet die, kassiert einfach 45.000 Euro pro Monat ein, macht so ein bisschen Zettel, ne? Also nur das Notwendigste, zettelmäßig. Nicht jetzt wirklich. Ihr habt ja gehört, diese Siedlung ist gar nicht legal. Ne? Er hat überhaupt keine Genehmigung dafür gehabt. Zieht das alles hoch? Das Amt sagt, ah ja, okay, super, wir bezahlen hier einfach die 500 Euro, überweisen das an diesen Wichser und der haut einfach nach Spanien ab oder so. Das heißt, die armutsbetroffenen Menschen dort, die sind ein Mittel zum Zweck für, also um Cashflow vom Staat umzuleiten. Ne? Dafür braucht man Arme. Was die sonst machen, spielt keine Rolle. Man braucht einen Arm pro Container auf dem Zettel. Ne? Am besten mit einem Ausweis und mit einem Interface zum Wohnungsamt oder wie auch immer, Sozialamt oder so. Ne? Also dieses Interface muss diese Turing-Maschine, die der Armutsbetroffene darstellt, selber leisten. Ne? Du schreibst nur den Zettel, schreibst nur den Namen auf den Zettel, der kümmert sich um die Kohle und dann wird dir was überwiesen. Alles, was er tun muss, ist die Sache mit diesen Containern. Ne? Das ist Unternehmertum. Der Typ, der Unternehmer hat einfach das richtige Mindset. Carsten war immer schon ein Grenzgänger. Vor 57 Jahren wurde er in der DDR geboren. Seine Mutter alkoholabhängig. Daher wächst Carsten zunächst bei seiner Oma auf. Mit 7 Jahren kommt er dann in staatliche Obhut. Christina, warum zahlt das Amt das? Na, weil das Amt alles zahlt, was marktüblich ist. Das ist der Trick. Die Wohnungsnot ist so groß, dass es keine Alternative gibt. Das heißt, wenn jemand Container hinstellt, ziehen Leute dort ein. Und das reicht, um offensichtlich für einen gewissen Zeitraum Cashflow zu generieren und dann das einfach verfallen zu lassen und abzuhauen. Erzählt seine Lebensgeschichte. Denn in Deutschland ist es so, du hast einen, ich weiß gar nicht, ob das so heißt, du hast ein Recht auf Wohnung prinzipiell. Also du kannst technisch gesehen, nicht obdachlos sein. Du kannst sozusagen eigentlich, in der Theorie, wenn du alle Zettel ausfüllst, kriegst du vom Amt, wird dafür gesorgt, dass du ein Dach über dem Kopf hast. Eigentlich. Auf dem Zettel. Das bedeutet natürlich aber eigentlich in der Theorie auch, dass genug Wohnraum zur Verfügung ist und so. Das steht auf einem völlig anderen Zettel, ne? Aber es ist so gedacht und deswegen kriegst du auch Wohnungsgeld in Deutschland. Dieses Wohnungsgeld ist natürlich ein super Tool für die Rentiersklasse, diesen Cashflow abzuschöpfen. Richtig, Schröck. Ja. Neue Meldung zum Bürgergeld. 3 Stunden Anfahrt sind ab jetzt zumutbar. Sonst gibt es 30% Kürzung. Es sind alle Tattoos aus, ja, harten Jahren, also das im Heim, im DDR-Heim für Schwerziehbare, habe ich mir das Tätowieren lassen. Das waren 4 Richtig, progressivste Regierung der Welt. 7 Jahre lebt Carsten in Kinderheimen und erlebt dort immer wieder Gewalt. Bei jeder Kleinigkeit habe ich Prügel gekriegt, ganz klar. Also die Erzieher haben geprügelt mit... Es gibt so Gymnastikstäbe aus Glasfiber, oder gab es mal. Ne? Und die in der Mitte durchgeschnitten und dann unten ist ein Holzgriff. Und da habe ich mir so ein Stück Böse hergeholt. Ne? Da bin ich so ein bisschen böse geworden. Und das haben dann, ist nicht immer an der richtigen Stelle wieder rausgekommen dann. Das erste Mal sitzt Carsten mit 14 im Gefängnis. Wegen Raubüberfällen und anderer Straftaten verbringt er insgesamt mehr als 15 Jahre hinter Gittern. November 2023. 2 Tage vor der angekündigten Räumung packt Laura ihre Sachen. Gerade noch rechtzeitig hat sie eine neue Bleibe gefunden.
Mhm. Verdammt befreiend. Ja, ich muss wenigstens nicht, ich bin nicht mehr so ungewiss wie vor 2 Wochen noch ungefähr, wo wir noch nicht wussten, wo gehe ich hin, was mache ich. Traurig bin ich trotzdem ein bisschen, weil die Leute, die hier sind, sind ja auch keine schlechten Menschen. Die müssen jetzt auch weg. Und wo die hinkommen, das wird dann wahrscheinlich Straße. Und dann Straße bedeutet im Winter Tod. Das ist einfach so. Laura zieht zu einem Freund in die WG. 4 Monate hat sie in dem Container gelebt. Sie ist froh, dass es vorbei ist. Für die anderen Bewohner hat der Bezirk Lichtenberg Schlafplätze organisiert. Sie sollen in eine Obdachlosenunterkunft ziehen. Vor der angekündigten Räumung will sich Micha das Wohnheim anschauen. Er hat schon oft in solchen Einrichtungen geschlafen und musste immer wieder raus, weil er sich nicht an die Regeln gehalten hat. Nikolai, Michael, schönen Tag. Hallo, und Sie wollten sich mal ein Zimmer angucken, oder was? Wollten wir das Ganze mal angucken, ja? Um mir mal ein Bild zu machen, weil Skriptet absolut dagegen bin eigentlich. Ja? Also, aber wie gesagt, wollten wir uns das erstmal angucken, ja. Mir einen Überblick verschaffen und mir dann eine Meinung bilden. Na ja, klar, ist ja gut. Ja? Andrea Koppelmann ist die Leiterin der Einrichtung. Sie zeigt Micha eines der Zimmer, das für die Bewohner des Trailerparks frisch renoviert wurde. Für mehr als 200 Menschen gibt es hier Zimmer. Mit Strom, Wasser und Heizung. Micha ist trotzdem nicht überzeugt. Die Heimleiterin hat Verständnis für ihn. Ich wollte nicht mehr in so eine Einrichtung. Es ist anstrengend, ja, zu wohnen. Es ist einfach anstrengend. Ja. Also ich glaube auch, also ich finde generell die Idee von so einem Trailerpark oder so, dass man halt so eigene 4 Wände hat, finde ich super. Ja. Wenn die hygienischen Voraussetzungen da wären und wenn Brandschutz da ist und so weiter. Ich bin, also man hat mehr Gefühl Privatsphäre halt, ja, irgendwie als hier in so einer Einrichtung, ja, auf alle Fälle. Wir haben Regeln wie im Schullandheim halt irgendwie und das ist blöd, ätzend. Aber anders kriege ich es nicht hin. Ich guck jetzt erstmal, was Montag und Dienstag passiert, weil es gibt verschiedene Aussagen, dass es dann noch erstmal nicht geräumt wird, oder dann doch. Und mal schauen. Ja. Sich den Regeln einer Obdachlosenunterkunft unterzuordnen, Micha hat damit seine Probleme. Ich hab's vermutet, bin trotzdem enttäuscht. Würde spontan sagen, Straße. Ganz ehrlich. Noch hofft er, dass er in seinem Container bleiben darf. Schauen wir. Zwei Tage später ist es soweit. Der Tag der Räumung. Viele Bewohner packen... Übrigens, Filmempfehlung 99 Homes. Na, da geht es jetzt nicht speziell um dieses Thema, aber das ist verwandt. ...ihre Sachen, um in das Wohnheim umzuziehen. Allerdings erstmal nur die, die keine Haustiere haben. Denn Hunde und Katzen sind in dem Heim nicht erlaubt. Klar. Auch der CDU-Bürgermeister des Bezirks Lichtenberg, Martin Schäfer, ist gekommen. Ich kann nur appellieren, alle, die keine Tiere haben, steigen Sie gerne ein. Das wird heute entschieden. Micha und viele andere wollen aber nicht gehen. Und das lassen sie den Bürgermeister auch wissen. Wir sind Mieter, keine Illegalen. Und dann lässt auch Micha seinen Frust am Bürgermeister aus. Ich kann nur Ihnen raten, steigen Sie ein. Nein. Ich habe einen Mietvertrag. Ich habe Miete bezahlt. Ja. Strom bezahlt. Ich weiß. Ja? Aber die Bedingungen sind doch so, wie Sie sie jetzt vorfinden. Ja. Sie haben dort ein Einzelzimmer. Sie haben eine Dusche, Sie haben Heizung, Sie haben einen Balkon. Und Sie können von dort aus Ihr Leben nochmal neu planen. Und habe Regeln, ja, an die ich mich halte. Sie haben Regeln, an die Sie sich halten. Ja, was ich auch verstehe, bei 244 Leuten. Aber ich bin kein kleines Kind mehr. Ja, auch das verstehe ich. Das verstehe ich. Wieso werden hier nicht 2 Generatoren aufgestellt? Wieso wird die Klärgrube, ich weiß nicht, was es kostet, mir wurde erzählt... Weil das ein Privatgrundstück ist. Und wir dürfen nicht auf dieses... Sie sehen, wir stehen auch alle hier. Wir gehen nicht auf dieses Grundstück. Ja, und ich sage jetzt, bevor der Frost kommt, bevor es noch kälter wird. Und Sie wissen, es ist kein Strom. Er wird auch keinen mehr bestellen. Ja. Er taucht ja nicht mehr auf. Die Klärgrube ist voll. Der Müll sammelt sich. So, ich warte nicht bis Mai, sondern ich mache Ihnen jetzt ein Angebot, wo ich glaube, dass das gut für Sie ist.
ich verstehe Lebensperspektive und Biografie und Sie kennen die Situation besser als ich. Ja, ich bin da sehr privilegiert. Ja, aber sehen Sie, genau da scheiden sich die Geister. Ich verstehe. Okay, ja. Trotzdem danke fürs Gespräch. Ich danke Ihnen auch. Micha will bleiben. Selbstbestimmung ist ihm wichtiger als ein warmes Zimmer. Der Bürgermeister kann das sogar nachvollziehen. Menschen erzählen mir, sie kommen von der Obdachlosigkeit und finden hier einen Weg, wo sie zumindest erstmal ein Dach über den Kopf haben, die vielleicht nicht in eine Wohnung möchten. Das verstehe ich total. Aber sie wurden hier unter Vortäuschung falscher Tatsachen hergelockt. Sie dachten, hier kann man tatsächlich ein neues Leben anfangen und wussten nicht, dass das von Anfang an illegal war. Mhm. Vielen fällt es nicht leicht zu gehen. Aber eine andere Möglichkeit haben sie nicht. Micha bleibt stur. Er steigt nicht in den Bus. Am Abend haben die meisten den Platz verlassen. Ja, Christina, ich würde es noch anders formulieren. Je mehr Geld man hat, desto mehr Selbstbestimmung hat man, in Anführungsstrichen. Ne? Und je ärmer, desto weniger, ist ja klar. Ne? Also das ist echt eine Skala. Beziehungsweise, man muss sich wirklich interessante Coping-Strategien überlegen, um mit der Gewalt noch zu copen, die auf einen einhämmert. Ne? Hallo Lordlos, selber Schwurbler. Doch Micha ist längst nicht der Einzige, der bleiben will. Der nächste Tag. Der Bezirk macht ernst mit der Räumung. Law and Order. Ein Bauzaun wird aufgestellt, die Schlösser an den Türen der Container ausgetauscht. Auch für die Bewohner mit Haustieren hat der Bezirk noch kurzfristig Schlafplätze organisieren können. Jetzt müssen alle endgültig raus. Jenny, Carsten und auch Micha. Hey, ich hätte nicht gedacht, Micha, dass sie uns so abwicken. Ja? Ich hätte nicht gedacht, dass wir jetzt so schlagartig hier raus müssen, dass sie uns eingelullt haben erst dann. Ja, die haben uns so eingelullt, dann haben sie die Hälfte schon weggehauen, war die Hälfte schon raus, war unsere Kampfkraft, wir wollten ja keinen Stress sowieso nicht machen, war schon halbiert, wisst ihr, und hat gestern irgendwer gesagt, dass heute alles geräumt werden muss, alle müssen raus. Siehst du? Ich hab das noch. Was machst du eigentlich, Alter? Ich hab keine Ahnung. Oh, Micha, komm bitte mit. Komm doch mal mit. Micha ringt immer noch mit sich. Nee, das hätte ja niemand ahnen können, verstehst du? Das hätte niemand ahnen können, dass wenn man jetzt die ganze Zeit keinen sozialen Wohnungsbau betreibt, dass dann irgendwann spitzfindige Unternehmer kommen, in Anführungsstrichen, und den Cashflow vom Staat umleiten lässt. Und dass das jetzt alles viel teurer wird, anstatt Leute einfach irgendwo wohnen zu lassen. Ja, das, wie gesagt, also Gerd Skobel würde sagen, das ist zu komplex. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Demokratietheorie dafür. So wie es jetzt geht, funktioniert es nicht. Lol. Straße oder Wohnheim? Ich bin fast so, weil ich wirklich da mit ins Heim fahre, aber ich hab keinen Bock, ich will das nicht. Nach seinem Einzug in den Trailerpark hatte sich Micha Möbel aus Holz gebaut. Vor lauter Kratschi, Wut du bist embarrassed. Die Räumung hat er die in den letzten Tagen verfeuert. Sabine auch, glaube ich. Am Ende sieht Micha ein, dass es für die Straße im November zu kalt ist. Er entscheidet sich, gemeinsam mit den anderen ins Wohnheim zu fahren. Happy Birthday! Gewache des Herrn! Ausgerechnet heute hat Carsten Geburtstag. Zu seinem 58. bekommt er Post von seiner Mutter. Früher war mal noch ein Fuffi drin oder so. Also ja, Lüe. Ich hoffe für dich, dass dein Wohnort. Ein bisschen Scripted Reality muss mittlerweile bei Arte auch sein, oder? Passt doch, oder? Ja, oder? Mann, ist doch gut. Wir wissen doch, dass die Hupe funktioniert, Mann. Ja. Steig ein, Digga. Wir müssen von dem gelben Strich. Ihr müsst durchrutschen. Jetzt, nach mir jagen wir etwa alles angezündet. Ciao. Und so endet das Kapitel Trailer Park für Micha, Jennifer und Carsten.
Ja, ich denke, Sabine guckt genau. Sabine guckt nur Wissenschaftssachen. Und wisst ihr, was damit eigentlich gemeint ist? Wahrscheinlich ist sie Vince Ebert-Fan. Weil Vince Ebert hat ja mal seine Karriere als lustiger Physiker gestartet. Mittlerweile erzählt er ja nur noch Bullshit über Anarchokapitalismus und FDP-Kram und verteidigt irgendwie Protofaschisten. Aber er hat mal als Physiker, der im Nightwatch auftritt und lustige Witze über warum ist der Himmel blau und so. Das hat er mal gemacht. Unglaublich einfach. C'est la vie, ne? Du musst das leben. Januar 2024. Der Trailerpark abgesperrt und verlassen. Ja, steht alles schön leer. Für den Bezirk hat sich das Problem scheinbar erledigt. Natürlich, auf dem Zettel ist jetzt alles cool. Da sind keine, da ist keine Brandschutzgefährdung mehr, ne? Keine Brandschutzgefährdung mehr. Das Gelände gehört irgendwem, spielt keine Rolle, was da drauf ist, solange die keine Menschen da sind, alles super. Sehr gut. Hallo, Hodenkobold. Nichts zum Besseren gewendet. Nach einer Woche ist er aus dem Obdachlosenheim geflogen. Es gab Streit mit einem anderen Bewohner. Micha soll randaliert haben. Na, und also ich weiß aus Erfahrung, dass in diesen Heimen das Hauptproblem die Regeln sind. Ne? Es gibt Eingangs, also es gibt Uhrzeiten und so, es gibt Schließanlage, es gibt irgendwie Regeln. Ne? Die werden einfach oben drauf getan. Und das erzeugt immer Spannung und Konflikte, ne? Und in diesen Containern, ne? Da hatte jeder nur einen kleinen Raum. Aber das ist eh viel geiler, weil dann hat man nicht so viel, was man irgendwie sauber halten muss. Und man hat wahrscheinlich ein viel mehr Gemeinschaftsgefühl gehabt mit den ganzen anderen Arten, die da alle wohnen. Also intuitiv würde ich sagen, viel geiler als so ein Wohnheim. Ich habe jetzt Zivi in einem Wohnheim gemacht für Frauen und Familien, aber es gibt das Ganze nochmal für Männer, die einfach ohne Familien sind. Und da hast du halt eigentlich Schlägerei, ist da an der Tagesordnung so. Da, wo ich war, bei den Frauen und den Familien sozusagen, da waren halt dann einfach irgendwie gechilltere Verhältnisse. Aber es war dasselbe Ding. Das waren Familien, die sind aus ihrer Wohnung rausgeflogen, denen wurde der Strom abgestellt, die sind in Kasso gegangen und waren zu arm. Die kriegen dann da eine Wohnung. Und denen wird dann geholfen bei Behördengängen und so. Ich bin nicht der umgängigste Typ. Ja? Ich bin. Ja. Halt anders als andere. Ja? Aber. Ich sag immer, ich kann mit jedem, wenn ich will. Aber nicht jeder kann mit mir. Micha nimmt schon lange Drogen. Seit der Räumung konsumiert er noch mehr. Alkohol und Crack bestimmen nun seine Tage. Ich bin am Ende und der Konsum rührt daher, weil ich einfach nicht mehr weiter weiß. Ja? Mir haben sie alles weggenommen. Es ist alles weg. Ich hab nicht mehr. Imp, bist du noch da? Sag mal. Du warst doch auch so ein Vertreter von wegen alle Drogen legalisieren, oder? Na, du hattest doch hinten so ein Pappschild stehen von wegen alles legalisieren oder so. Warum ich das frage ist, weil ich seit ungefähr 2 Wochen auch in dem Lager alles legalisieren bin. Vorher hatte ich keine Meinung, weil ich gar keine Ahnung von Drogenpolitik habe. Aber jetzt mittlerweile sozusagen habe ich, ich habe mich belesen zu dem Thema. Und ihr alle werdet wahrscheinlich noch irgendwie, ich schätze mal nächste Woche erfahren, warum, aber ist mir nur gerade eingefallen, dass du mal hinten so ein Schild hattest von wegen alles legalisieren oder so. In seinem Zustand ist an Arbeiten nicht zu denken. Micha hat sich im Rausch einen Daumen und die Rippen gebrochen. Doch noch gibt es einen Menschen, der Micha immer wieder unter die Arme greift. Ich argumentiere jetzt, der Staat, der einfach Drogen verbietet, überlässt es sozusagen den Anarchokapitalisten und der Markt wird mit Gewalt aufgeteilt
Und zwar klassischer Gewalt, Mafia-Strukturen und so. Ein Staat, der alles legalisiert, ohne irgendwie einzugreifen, also so wie bei Zigaretten oder so, dass er sozusagen Regeln vorgibt, überlässt alles den Anarchokapitalisten, bloß dass die Gewalt dann Werbung ist. Und keine Mafia-Strukturen, sondern Mafia-Strukturen im legalen Sinne. Ne? Aber Gewalt ist so oder so sozusagen das Mittel, um den Markt zu erschließen. Und der Staat im Moment, so wie fast überall, drückt sich vor dieser Verantwortung, ne? Das Problem zu klären. Weil der Staat hat ja im Moment diesen Anspruch für, er hat irgendwie hier das mit der Fürsorgepflicht für Bevölkerung und so. Und so oder so geht nirgendwo richtig ein Staat auf dieser Welt dieser Verantwortung nach, wenn es um Drogen geht. Ne, ist ja eine anthropologische Konstante. Drogen werden so oder so genommen. Und im Moment machen einfach die meisten Staaten die Augen zu und sagen, ach ja, es steht bei mir nicht auf dem Zettel, deswegen gibt's das nicht. So wie in der DDR gab es keine Nazis, weil das waren alles Raudis. Es konnte keine Nazis geben, weil es war ja ein antifaschistisches Land. So einfach. Ne? Genau, und damit einhergeht natürlich die Kriminalisierung von Konsumenten, ist ja klar. Und das, wir wissen aus, also auch die Wissenschaft dazu ist mittlerweile ja eindeutig, dass das wirklich gar nichts bringt, ne? Es ist nur kontraproduktiv. Reift. Moin, Digga. Ja, natürlich. Wo hast du denn das? Das hab ich heute geschmissen, aber ich hab auch eins. Wisst ihr doch. Christian ist Dachdeckermeister und hat Micha in den letzten Jahren immer wieder kleine Jobs besorgt. Ja, der freut sich immer, wenn du kommst. Kuschelkatze. Ja, wie geht's dir, Micha? Was macht der noch? Schlechten Menschen geht's immer, wisst ihr doch. Was macht der noch? Christian war auch derjenige, der Micha den Container im Trailerpark organisiert hat. Und jetzt, nach dem Rauswurf aus dem Heim, hat er ihn erstmal bei einem Kumpel untergebracht. Wir machen uns nur noch Sorgen. Micha. Ich habe nie so viele Brüche gehabt wie in der Zeit, seitdem ich. Also, naja, seitdem du rausgeflogen bist. Das hat ja nun alles. Und du warst auf so einem guten Weg. Ja. Das ist. Danke, dass du das sagst. Weil hast du wirklich. Ich habe das gesehen. Du hast dir eigene Werkzeuge gekauft. Du hast das Geld, was du verdient hast, hast du nicht irgendwo verballert für Suff oder sonst irgendwas. Du hast immer bessere Arbeit gemacht und warst öfters fit da, weißt du? Wo war jetzt nicht irgendwelche Einschränkungen. Und das war halt, ich habe mich da riesige Freude drüber. Aber es sind alle für dich da und wir stehen hinter dir. Und wir helfen dir bei allem. Ja, ja, wir sind immer da. Aber will Micha sich überhaupt helfen lassen? Moritz, danke. Ja? Weiß hier nicht alle rum? Ja, Menschenwürde und so, das ist der Konflikt. Um den wird herumgetanzt. Am Stadtrand im Norden von Berlin sind Carsten und Jennifer in einem Wohnheim untergekommen. Ansonsten sind wir hier gut aufgenommen worden und sind auch zufrieden, weil man rationalisiert es so auf gewisse Bescheidenheit, warmes Wasser, ein Bett, Heizung und viel mehr Licht und viel mehr ist da nicht schon. Und Kabelanschluss. Perfekt. Die vergangenen Wochen waren nicht einfach für die beiden. Sie haben mit ihrer Sucht zu kämpfen. Beide wollen nicht wieder abhängig werden vom Heroin und sind in einem Methadonprogramm. In einer Arztpraxis bekommen sie täglich den Ersatzstoff für die Droge. Ja. Ich habe ihn doch gleich wieder erkannt. Ja, also. Willst du jetzt auch berühmt werden? Jetzt will ich auch. Also. Danke dir. Mit Anfang 20 hat Carsten das erste Mal Heroin genommen. Seitdem kämpft er mit der Abhängigkeit. Bis morgen. Tschüssi. Ciao, ciao, danke, ja. Seit 3 Jahren sind Carsten und Jennifer runter vom Heroin. Ihren Container im Trailerpark vermissen die beiden nicht. Die Gemeinschaft auf dem Platz aber schon. Jetzt fühlen sich alle Tage irgendwie gleich an. Auch wenn wir uns da gestritten haben, sind wir trotzdem am Ende wieder zusammengekommen und haben uns trotzdem am Ende wieder lieb gehabt. Und dass es halt dann trotzdem eine Gemeinschaft war. Dann
Ja, und wir zusammen weinen konnten, lachen konnten. Und das ist halt kaputt gegangen zum größten Teil, ne? Das ist das, was mir halt so fehlt, so ein Zuhause halt wieder, ne? Auch aus dem Wohnheim müssen die beiden bald wieder raus. Es soll in ein Hotel gehen, organisiert vom Bezirk. Übergangsweise. Mal wieder. Auf der Baustelle von Christian ist Micha seit Wochen nicht mehr aufgetaucht. Und auch aus der Wohnung, die er ihm organisiert hatte, ist Micha rausgeflogen. Er hatte betrunken den Einkauf der Nachbarn aus dem Hausflur geklaut. Die Wege, die er gehen wollte, hat er sich jetzt gerade selber so ein bisschen verbaut. Dadurch, dass er natürlich jetzt keinen Wohnsitz mehr hat und nichts. Er kümmert sich auch gerade gar nicht um irgendwas. Er kommt gerade nicht hinterher, ist jetzt in einem kompletten Loch drin. Die alle sind auch für ihn da, aber er tritt dann auch halt manchmal, gerade wenn er besoffen ist, auch mit den Füßen. Und das ist schwer, dann da immer für ihn da zu sein. Christian hat keine Ahnung, wo Micha sich gerade aufhält. Nach ein paar Tagen finden wir ihn. Micha ist dort gelandet, wo er schon so oft war. Auf der Straße in Berlin-Kreuzberg. Auch 3 Monate nach der Räumung des Trailerparks kann er nicht akzeptieren, wie man mit ihm umgegangen ist. Ich bin halt mal ein bisschen bockig. Also mein Inneres sieht das alles auch gar nicht so ein. Und deswegen muss ich erstmal meinen dicken Kopf ein bisschen klarer werden und dann geht das wieder. Micha glaubt fest daran, von der Straße wegzukommen. Er sei es schließlich gewohnt, immer wieder ganz von vorne anzufangen. Bis dahin ist das hier sein Bett. Das ist mein Schlafplatz. Wo ich nächtige. Ja. Schön zusammengesucht alles. Stand hier alles rum. Und hier brauche ich keinen Schlüssel, hier kann ich machen, was ich will, kann kommen, wenn ich will und werde nicht voll gemeckert oder kann auch nichts falsch machen. Insofern passt es schon, das ist mir das lieber. Ja, ich bringe noch mal das Beispiel, ja? Das Beispiel, was Rutger Bregman hier, in diesem Buch, das allererste Beispiel, was er bringt. 13 Obdachlose. 13 besonders hartnäckige Obdachlose haben in London pro Monat, pro Obdachlosen, die Verwaltung mit allen Einsätzen, Bullen holen, alles Mögliche, Gefängnisaufenthalt und so, 400.000 Pfund pro Monat pro Obdachlosen gekostet. Und die Lösung, die die Verwaltung irgendwann hatte, war, sie könnten den Menschen helfen und haben ihnen einfach über einen Streetworker bis zu 3.000 Pfund pro Monat geschenkt. Und nach einem Jahr hatte sich bei den meisten das Problem von alleine geklärt, weil die sich einfach eine Wohnung genommen haben. Und die meisten haben sich dann nach ein paar Jahren komplett irgendwo waren irgendwo weg. Die haben einfach gechillt, die haben einen Job gehabt und dann geht das. Ne? Sie haben auf jeden Fall nicht mehr 400.000 Pfund pro Monat pro Obdachlosen gekostet. Das ist sozusagen der Grad an Ineffizienz, den wir uns durch unseren Kontrollzwang und durch unsere Diskriminierung, die wir strukturell ja ausführen durch unsere Verwaltungsorgane und die Bullen und so, die wir uns da drauf schaffen. Das ist komplett ineffizient. Das ist das Dümmste, was man machen kann. Und natürlich basiert das alles auf dieser Idee, dass Menschen sich nicht alleine helfen können, sondern man muss so richtig paternalistisch auf diese Menschen draufdrücken, alles. Und das kostet natürlich unendlich viel Ressourcen, ne? Total bescheuert. Also nochmal, 400.000 Pfund versus bis zu 3.000 Pfund pro Monat. Das ist die Preisspanne. Dazwischen, der Gap, ist reine Ideologie. Ne? Das ist einfach nur Kontrollsucht und Herrschaftsformat, was da sozusagen so fest drin sitzt, dass Leute das nicht einsehen können, dass es vielleicht am besten ist, Menschen mal zu helfen. Ja. Wegen dieser Drogenlegalisierungsfrage, ne? Ich frage deswegen, weil, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber ich war bei Thilo Jung in dieser Palastrevolution. Das kommt dann irgendwie jetzt
die Woche oder so. Und da ging es irgendwie, da war das Thema. Naja. So, als Gast. Ist ein Gefallen für Thilo. Hoffentlich liest der alte Sack jetzt mal mein Buch. Aber jetzt erstmal. Ich gehe auf Klo und hol mir Bier und so. Ich gehe auf Klo, ich hol mir Bier, ich mache euch Musik an. Oh yes. Das hier. Bis gleich. It's a loneliness. That's a killer.